Ja, hallo Leute und Naturfreunde, natürlich speziell Naturfreunde. Ja, ich habe mal wieder ein paar Aufnahmen vom Kröselinsee zusammengestellt. Naja, ist jetzt nicht so spektakulär, aber ist halt ein wunderschöner See mit tollen Sichtweiten, sehr klar und auch noch relativ viel Fischbesatz. Habe auch wieder Hecht vor der Kamera gehabt und Barsch. Naja, viel Spaß beim Anschauen. Ja, ich bin hier allerdings auch im Revier des Bibers. Ich finde hier überall den Kot. Und begegnen möchte ich ihm am Tag nicht. Also, er ist natürlich auch tags unterwegs, aber hauptsächlich nacht- und abendaktiv.
Ja, oft finde ich hier auch in der Uferzone viel Unrat, leere Flaschen, ja, auch mal Plastikzeugs, das sammle ich dann ein. Die Flaschen lasse ich liegen, sofern sie nicht kaputt sind, oder Scherben sammle ich ein, deponiere die dann am Ufer und zu gegebener Zeit, wenn ich eine Tasche oder einen Beutel bei habe für den Unrat, dann sammle ich es wieder ein, da ich ja hier sehr oft dieselben Stellen aufsuche. Ja, das finde ich auch immer ein bisschen blöd, immer wieder leere Flaschen zu finden. Und alles Mögliche wird ins Wasser geworfen. Aber das muss wirklich nicht sein.